Guten Morgen. Hallo, du bist schon hier? Du klotzt ja schon ganz schön ran. Ja, die Bestandsaufnahme für die letzte Lieferung muss bis Schichtbeginn vorliegen. Mein Vater und seine Listen. Hallo, Computer? Ich bin ja echt froh, dass ich bei ihm hier lernen kann. Okay, ich muss jetzt echt mal los. Willst du einen Kaffee? Also es ist frisch gemacht, geht gleich in 0, nix. Eigentlich muss ich gleich los. Geht in 0, nix. Mein Vater will, dass ich das Geschäft hier übernehme. Das doch. Wow. Ja, wow. In diesem Zeitloch hier zu stecken, das war schon die letzten 24 Jahre wie auf dem Mond zu leben. Also, müsste gleich durch sein. Mein Bruder hat zu Hause so ein Teleskop für die Sterne und die Milchstraße und auch den Mond. Okay. Hast du gewusst, dass der Mond eigentlich gar keine Kugel ist? Dass man so eine Art Ellipse in mehreren Dimensionen. Mein Bruder meint, man kann daran sehen, dass alles aus viel mehr Perspektiven betrachtet werden kann, als das, was man sieht. Jetzt also, wie wir uns hier so gegenüberstehen, das ist eigentlich gar nicht so. Da gibt es noch eine andere Perspektive. Ich wollte mich verabschieden. Danke. Ich habe heute ein Vorsprechen. In München an der Schauspielschule. Wow. Wenn das nicht klappt, versuche ich es in Bochum. Dann Hamburg, Essen, Berlin, Zürich. Naja, mal schauen. Und hat dein Vater aber nichts von erzählt? Davon wird er noch früh genug erfahren. Ja, hallo? Ihre Tochter? Nee, weiß ich nicht. Nee, nicht gesehen. Nee, weiß nicht, wo die ist.